Herzlich willkommen zu Europa im Dialog. Der Bundesminister für Finanzen, Hartwig Löger, ist heute mein Gesprächsgast, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Herr Minister. Dankeschön. Herr Bundesminister, schön, dass Sie bei uns sind. Zuerst eigentlich einmal ganz eine banale Frage. Wie sind Sie denn in die Politik gekommen oder in der Politik gelandet? Also in ähnlicher Form, als wenn ich heute eine Frage in das Publikum richten würde: Haben Sie Interesse, Mitglied der österreichischen Regierung zu werden? Also genauso unvorbereitet, wie ich unterstelle, dass es die meisten jetzt im Auditorium trifft, war es offen gestanden auch bei mir. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, als diese Frage an mich gerichtet wurde, nicht in irgendeiner Form eine politische Funktion wahrgenommen. Ich habe auch keine aktive politische Rolle in irgendeiner Form gespielt und ich gestehe, ich habe zwar immer Berührung gehabt, nicht nur jetzt als Bürger, so wie Sie, wo man mit Politik sich ja auch immer irgendwie trotzdem beschäftigt, sondern auch natürlich in einer Managementfunktion als im unternehmerischen Bereich, wirtschaftlichen Bereich, wo man ja meistens dazu neigt, die Politik auch zu kommentieren, meistens dann in kritischer Form, aber darüber hinaus gab es keine relevante Berührung. Braucht der österreichische Staat einen Versicherungsökonom, damit es gut weitergeht? Das kann ich so nicht beurteilen. Sie hat einen gefragt, ja, also in die Richtung gehend. Das, was ich für mich in Anspruch nehme, ist, dass ich sehr wohl versuchen will, auch diese Erfahrung aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, aus dem unternehmerischen Bereich, aber darüber hinausgehend durchaus auch das, was man als Bürger wahrnimmt in Richtung einer politischen Welt, diese Erfahrung über viele Jahre auch nicht zu vergessen. Nämlich dann, wenn man in der politischen Funktion ist, und ich habe ja jetzt knapp 6 Monate bereits, also ein halbes Jahr, und unter diesem Aspekt erlebe ich es sehr positiv, dass die Chance sehr wohl gegeben ist, auch Fragen zu stellen, die möglicherweise für langjährige Politiker überraschend sind. Was wären das zum Beispiel für Fragen? Naja, jetzt will ich nicht auf Details eingehen, aber es gibt natürlich Situationen, wo man dann aus einer möglicherweise noch inneren Distanz zu politischen Diskussionen auch objektiviert neutrale Fragen stellt. Und das führt da oder dort schon zur Überraschung, die aber dann bis jetzt sich immer positiv aufgelöst hat. Also es gibt auch Dankbarkeit von Politikern, dass jemand solche Fragen stellt. Die Position des Finanzministers war und ist eine sehr wichtige. Ihre Vorgänger waren immer sehr, sehr politisch einflussreich. Also auch verankert in der Partei. Hat sich da jetzt in der Position etwas geändert? Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich die Erfahrung davor nicht in dem Bereich habe. Ich kann es nur wieder darstellen aus meiner persönlichen Wahrnehmung derzeit heraus. Es ist mir bewusst, dass Finanz ein Schlüsselthema ist, weil egal welche Themen wir aus dem beispielhaft Regierungsprogramm jetzt nehmen, auch bei der Budgetierung für 2018-19 jetzt in Österreich, merkt man, wie relevant es ist, auch im Finanzministerium die richtigen Weichen zu stellen, beziehungsweise auch die Grundlagen zu bestätigen, damit die Themen, die in den einzelnen Ressorts geplant sind, auch umgesetzt werden können. Boshafte politische Berichterstatter sagen, dass jetzt das Finanzministerium eigentlich viel an Einfluss verloren hat und der Bundeskanzler alle Macht an sich selbst gezogen hat. Also sozusagen, dass das Finanzministerium eher die Steuern eintreibt und die Planung macht, aber die Strategie im Bundeskanzleramt, würden Sie das vehement in Abrede stellen? Es ist nicht notwendig, es in Abrede zu stellen. Ich erlebe eine sehr natürliche Form, ja, auch der Diskussion. Ich glaube, es ist auch klar, dass so wie diese neue Regierung sich gebildet hat, auch aus den Regierungsgesprächen, ja auch die beiden jetzt neuen Regierungspartner in der Zusammenarbeit sehr lange diskutiert haben über viele Themen, über die gesamthaften Themen, damit auch ein Regierungsprogramm, das jetzt nicht nur, wie oft diskutiert wird, viele Seiten hat, sondern auch aus meiner Sicht sehr viel Inhalt hat. Und nebenbei war das auch einer
einer der Grundlagen für meine Entscheidung. Ja? Weil als die Frage von Sebastian Kurz kam, ob ich bereit bin, auch in dieser Regierung mitzuarbeiten, war meine erste Frage natürlich in Richtung, in welche Themenstellungen geht es hinein, was sind die Schwerpunkte, wie können wir da oder dort auch Österreich weiterentwickeln, auch in diesem europäischen Kontext. Und so gesehen ist es für mich eine inhaltliche Diskussion und ich erlebe die Verantwortung im Finanzministerium durchaus sehr autark. Das Finanzministerium ist, muss ich auch dazu sagen, ein sehr stabiles, ja, auch von der Organisation her, auch in den Sektionen, sehr erfahrene, hohe Experten, die aber aus meiner Sicht schon über viele Jahre auch diese Anerkennung immer getragen haben. Und so gesehen ist es für mich als Quereinsteiger durchaus auch ein positiver Faktor, in einer solchen Form auch dieses Ministerium übernommen zu haben. Wir reden über Europa. Wir werden sicher sehr ausführlich über Budgetfragen, alles, was auch mit dem europäischen Mehrwert und Budget auf europäischer Ebene verbunden ist, sprechen. Aber davor möchte ich Sie fragen, wie Ihr persönlicher Bezug zu Europa ist, Ihr Hintergrund, Ihre Erfahrungen. Gerne. Also ich bin ein Europäer, weil ich mich auch damals in der Volksbefragung sehr eindeutig auch für diese Europäische Union entschieden habe. Also das ist meine innerste Überzeugung, in der Freude auch, dass meine engste Familie das durchaus auch mitprägt. Ich habe von Beginn an, ja, auch schon in meiner Kindheit, es geliebt, wenn die Chance da war, zu reisen, ja, neue Länder auch kennenzulernen. Ein Aspekt, der mir aus der Kindheit, Jugendzeit immer in Erinnerung war dann immer die Frage, ja, wenn wir über die Grenze fahren, haben wir schon das Geld gewechselt, haben wir da schon die eine oder andere Lira oder sonstige Währungen oder Deutschland. Also das sind Elemente und auch das Thema Grenzen. Ja, und jetzt haben wir zwar aktuellst, muss ich eingestehen, eine Situation, wo wir fast ein bisschen wieder eine Rückentwicklung in dem Thema erkennen, aus dem Thema Sicherheit heraus. Aber für mich ist diese europäische Situation schon eine sehr positive, gesamtheitliche. Und meine innere Überzeugung ist, dass es für gerade ein Land wie Österreich, das bedeutsam ist, ja, gerade wenn man es nicht nur historisch betrachtet, sondern durchaus auch in der Kraft, die in Österreich gegeben ist, vom Wissen auch durchaus im Sinne der Leistung, dass aber das Land selbst nicht auf einer globalen Ebene diese Bedeutsamkeit, und wenn wir gerade jetzt erleben, wie Elemente global sich entwickeln, glaube ich, ist es gerade für Österreich extrem wichtig und relevant, auch in diesem europäischen Verbund eine größere Einheit zu schaffen, die dann auch diesen globalen Herausforderungen wert wird. Und ich glaube, das erleben wir derzeit mehr denn je, war aber auch damals für mich schon ein Aspekt. Ist ein Finanzminister, weil Sie das gerade angesprochen haben, diese Zusammenhänge transnational oder gesamteuropäisch, ist ein Finanzminister überzeugter, dass der europäische Mehrwert einfach wichtiger ist als manche seiner Ministerkolleginnen? Ich kann das so jetzt nicht beurteilen. Es gibt eine klare gemeinsame Regierungslinie, die ja auch in diesem Regierungsprogramm verankert ist. Wie weit persönlich subjektive Meinungen dazu bestehen, ich würde schon davon ausgehen, dass jeder Mensch auch eine subjektive Meinung haben kann. Aber ich kann nur dazu sagen, aus vielen Diskussionen, auch im Bereich unserer Regierungsarbeit, im Ministerrat, bei den Beschlüssen, auch bei den Regierungsklausuren, auch schon bei den Regierungsgesprächen, ist nicht irgendwo der Ansatz erkennbar, dass es da Widersprüche gibt, dass man unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen hat. Das ist, glaube ich, Gott sei Dank so, weil sonst würden wir alle möglicherweise auch nicht diese Freiheit genießen im Sinne unserer Meinung. Nein, ich frage deswegen, weil Ihre Worte klangen sehr offen in Bezug auf Europa und wichtig, da natürlich die Integration der Europäischen gar nicht in Frage zu stellen. Ja. Das wird vor allem vom Regierungspartner, manchen von der FPÖ oder auch mit ihrem Hintergrund ein bisschen anders gesehen. Kommt es da nicht zu Reibereien? Also ich glaube, wichtig und vielleicht auch für Punkte, die wir heute noch ansprechen werden, ist, dass man auch eine klarere Definition wahrscheinlich braucht in der Vorstellung, was ist Europa, was bedeutet es und was ist auf der funktionalen Ebene
einer Europäischen Union die Erwartung? Weil wir diskutieren ja in vielen Einzelbereichen immer, dass wir sagen, okay, ist das Verantwortung der Europäischen Union? Wollen wir das, jetzt ja einfach formuliert, in Brüssel entscheiden und verantworten? Oder soll das auf nationaler Ebene in den einzelnen Ländern auch getragen werden? Und ich glaube, dass es da, und jetzt sage ich es durchaus auch in der Anwesenheit der Vertreter der Europäischen Kommission, ich glaube, da liegt noch Bedarf, weil Diskussionen über europäische Themenstellungen brauchen einmal eine gemeinsame Grundlage. Und ich erkenne auch derzeit, dass wir, wenn wir über Europäische Union reden oder dann über strategische Planungen, auch budgetäre Planungen für die Zukunft, dass wir noch sehr unterschiedliche Bilder dazu haben. Und ich bin überzeugt, ich habe das auch schon in vielen Gesprächen in Brüssel, auch in Straßburg, zur Diskussion gestellt, habe ich gesagt, bevor wir über diese Schritte sprechen, sollten wir uns einmal klar werden, welche Szenariovorstellung haben wir. Und Jean-Claude Juncker hat ja auch Vorschläge und Szenarien erarbeitet. Und um es vorwegzunehmen, unsere Ratspräsidentschaft ist eine klare Positionierung unter einem Szenario 4. Mhm. Ja, jetzt muss ich es aufklären. Das bedeutet, und wir stellen es unter den Ansatz, dass wir sagen, die EU braucht aus unserer Sicht eine stärkere Konzentration auf gesamtheitliche, wichtige, relevante Themen, die auch im europäischen Rahmen gesetzt werden sollen, und aber auch im Sinne der Subsidiarität die Chance, dass Themen, die auch für nationale Themenstellungen auch proportional wichtig und relevant sind, die Freiheit, auch darüber hinausgehend Themen auf nationaler Ebene diskutieren zu können. Und das, glaube ich, ist einmal die Voraussetzung dafür, weil es gibt schon Strömungen, die sagen, wir wollen eine starke Europäische Union, die alles macht. Und dann gibt es halt Einzelne, die sagen, wir wollen eine Europäische Union, die möglicherweise möglichst wenig macht und wir möglichst viel. Und wenn diese Grunddiskussion nicht geklärt ist und das Grundbild nicht klar ist, was wollen wir gemeinsam, wo ist der Konsens oder der Kompromiss zu dem Grundbild, ist natürlich jedes einzelne Thema, egal ob ich über Verteidigung rede, über Budget rede, ob ich über Landwirtschaft rede oder was auch immer, ein ewiges Diskutieren, weil der eine spricht von dem Standpunkt aus und der andere von dem. Und wenn das vom Grundrahmen her nicht eine gemeinsame Basis findet, dann ist jedes Thema schwierig in der Diskussion. Ja, absolut. Das ist ja oft auch das Verhängnisvolle eben, wie Sie sagen, bei der Diskussion über Europa und was wir wollen. Niemand sagt genau seine Position und dadurch gibt es halt auch sehr viele Unsicherheiten. Aber lassen Sie uns... Wenn ich es nochmal verstärken darf, Österreich und die Regierung sagt sehr klar, unser Ausgangsbild unserer Vorstellung und Erwartung auch in der Zusammenarbeit von Europa, der Europäischen Kommission, auch innerhalb des Rats, um damit eine Ausgangsbasis zu legen. Mit dem Szenario 4. Mit Szenario 4 und dem Ansatz der Subsidiarität. Das ist schon richtig, nur ganz genau sagt die Bundesregierung auch nicht, wo jetzt mehr Europa und wo weniger. Aber genau da haben wir auch jetzt in unserem Programm für die Ratspräsidentschaft sehr wohl Position bezogen, indem wir sagen, die großen Themen, die wir sehen, im Zusammenhang mit ein Europa, das schützt, das wir ja auch bewusst als Programmtitel gewählt haben, dass wir sagen, im Bereich, wenn es darum geht, Schutz im Bereich der Außengrenzen, das kann nur europäisch gehen. Investitionen in Richtung Technologie, Forschung, Digitalisierung als Basis auch für die Sicherung der Stabilität von Wirtschaftswachstum, das sind Themen, die auch in diesem Rahmen gesamtheitlich zu setzen sind. Und jetzt greife ich eines vor, weil es in der Einleitung genannt wurde. Ich selbst bin aber durchaus skeptisch, dass wir derzeit unter diesem Rahmenansatz beispielhaft eine Funktion oder eine Position auch eines Finanzministers auf EU-Ebene diskutieren. Nicht, weil ich Sorge habe, dass ich dann keine Funktion in Österreich mehr finde, sondern weil es einfach darum geht, dass wir noch so weit weg sind von den Voraussetzungen, um überhaupt eine solche gemeinsame Grundlage schon setzen zu können. Und da orte ich einfach von diesem strategischen Ansatz noch zu große Abweichungen. Ich hätte ganz gern gehabt, dass Sie tatsächlich skizzieren, wie das Europaverständnis aus Ihrer Sicht ist.
Weil sie gesagt haben, die Basis zu schaffen, damit wir wissen, von was wir überhaupt reden. Ja, wobei jetzt würde ich für mich noch nicht in Anspruch nehmen wollen, dass ich als frisch gebackener Finanzminister Österreichs Ihnen jetzt schon dieses Gesamtbild in allen Elementen und in allen Bereichen definieren kann. Ich kann es nur, so wie ich es angedeutet habe, verstärken. Ich glaube, es wird notwendig sein, diese Grundsatzdiskussion, das Szenarien voranzustellen. Mein Bild ist, und das hat ja de facto Claude Juncker definiert in diesem Szenario 4, dass das eines von fünf Möglichkeiten. Dass eines von fünf Möglichkeiten ist. Aber ich hätte gerne mal die Diskussion auch auf der obersten Ebene innerhalb der EU gestärkt, bevor man über Einzelthemen darunter in irgendeiner Form strickt. Wobei auch dazu sage, aus der Praxis, es wird nie gelingen, wahrscheinlich das fertig zu definieren und dann hat man alle Lösungen. Mhm. Wir sind auch gefordert, tagesaktuell jetzt auch einen Haushalt 2019 für die EU zu verhandeln. Aber wir brauchen parallel dazu die Entwicklung dieses großen Gesamtbildes, damit wir nach und nach in den Einzeldiskussionen eine bessere Grundlage haben. Aber das, was Sie eben ansprechen, ist ja, die Vorstellung dieser fünf Szenarien gab es ja im März schon vor einem Jahr. Ja. Und es war gedacht, einen Diskussionsprozess in Gang zu setzen in allen Mitgliedstaaten. Und im September gab es die Rede zur Lage der Union mit eigentlich einem Szenario 6, dem Juncker-Plan. Von der Diskussion in Österreich habe ich nicht sehr viel gemerkt. Mhm. Also ich habe als politisch Interessierter gemerkt, okay, die Bundesregierung hat aus dem Hut gezaubert das Szenario 5, überraschend war, Entschuldigung, das Szenario 4, überraschend war, dass die FPÖ und die ÖVP oder die Türkisen sich da ganz einig waren. Und wie jetzt die Diskussion hinsichtlich des Budgets kam, also des mehrjährigen Finanzplans ab 2021, war sofort die Meldung aus österreichischer Sicht, das darf nicht mehr kosten. Aber dass genau eben nicht das passiert, was Sie gerade angesprochen haben, dass man vorher überlegt, was man eigentlich will. Ich sehe es anders, aber ja. So kann es ja durchaus auch sein, dass man unterschiedliche Wahrnehmungen hat. Meine Wahrnehmung ist, dass man auch im Rahmen der Regierung klar definiert und sagt, unser Verständnis beruht darauf, dass wir auf europäischer Ebene definierte Schwerpunktrahmen, Verantwortungen haben, die für alle gemeinsam auch wichtig sind, um auch gleichzeitig Freiraum zu haben, in einer proportionalen Form für nationale Elemente die Möglichkeit der Entscheidung auch innerhalb der Länder zu haben. Und darauf basiert auch genau diese Positionierung, die ja in Wirklichkeit sehr stark gedrückt wurde durch die Frage des Brexit und seiner Folgen. Ja. Ja, und die große Diskussion über diese Budgetplanung für die Jahre 21 bis 27, die jetzt auch mit unserer Ratspräsidentschaft ja beginnt, ob sie abgeschlossen sein wird, weiß de facto wahrscheinlich noch niemand. Aber diese Grundfrage bedeutet ja auch, eine Position zu beziehen. Und unsere Position ist deswegen zu sagen, wir wollen den bisherigen Faktor von 1% behalten, weil wir davon ausgehen wollen, dass wir genau vorher die Diskussion führen, welche Inhalte, welche Schwerpunkte und jetzt ist der wichtigste Punkt aus meiner Praxiserfahrung, auch auf die Themen zu schauen, die nicht nur neu dazukommen, sondern auch kritisch zu schauen für Dinge, die man möglicherweise entwickelt hat, die wir in Zukunft nicht mehr in diesem Ausmaß oder so stark brauchen. Und diese beiden Balanceelemente sollten einmal auf der bestehenden Grundlage dieser Beiträge von 1% laufen. Mhm. Und das ist für mich durchaus stimmig. Mhm. Und nicht einfach zu sagen, okay, wir nehmen die Basis, die wir gehabt haben, und jetzt entwickeln wir neue zusätzliche Themen. Ich sage immer, das ist wie in jedem Haushalt. Ja, wenn ich immer nur überlege, was ich Neues haben möchte, aber gleichzeitig nicht darüber nachdenke, was ich möglicherweise nicht mehr brauche. Ich sage ehrlich jetzt, im Sinne auch eines journalistischen Prinzips, ich hätte wahrscheinlich jetzt zu Hause, weiß ich nicht, 27 oder noch mehr wahrscheinlich Magazine und Zeitschriften im Abonnement. Ja? Weil auch da habe ich entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich entscheide mich für das, ab und zu ergänzend, aber es hat auch Dinge gegeben, wo ich gesagt habe, und das will ich jetzt nicht mehr. Wenn Sie mich jetzt fragen, welche Zeitung, würde ich es nicht beantworten. Ist schon klar.
Aber wenn Sie bei dem Beispiel bleiben, was schon sehr klar geworden ist, dass man mehr möchte, es ist ein Europa, das schützt, ist auch ganz klar, und die Ansage, Frontex soll aufgewertet werden oder überhaupt der Außengrenzschutz verstärkt und. Also es gibt viele Wünsche, die für ein Mehr sprechen. Also wenn wir jetzt dabei bleiben, dann muss ich Sie aber fragen, auf was wollen Sie denn konkret verzichten? Ja, ich will nur anregen, darüber nachzudenken. Ich bin jetzt auch nicht der, der mit dem Rotstift durchgeht und aus der Distanz heraus sagt, aus meiner Klugheit, die habe ich nicht, ja, zu sagen, der braucht das nicht und der braucht das nicht. Aber alleine die Diskussion darüber zu führen, ja. Und ich sage das durchaus nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung im unternehmerischen und auch im privaten Bereich, ja. Es ist immer, glaube ich, die Notwendigkeit, wenn ich einen Haushalt habe, ja, dass ich darüber entscheide, und was kann ich mir noch leisten, was will ich mir leisten, und wenn ich mir etwas Neues leisten will, was möglicherweise über dem bestehenden Rahmen ist, dann muss ich möglicherweise auch sagen, worauf verzichte ich. Und jetzt bin ich sehr provokant. Ich habe im Zuge auch das, wenn ich jetzt Ihnen zu leider, aber noch einmal Schwenk auf Österreich. Ja. Für mich war das Markanteste in der Situation der Diskussion des Budgets auch für Österreich. Ja, der Wahnsinn in Wirklichkeit, ja, dass wir in Österreich auch über 60 Jahre lang gewohnt waren, dass wir halt jedes Jahr ein bisschen mehr Geld ausgeben, als wir eigentlich einnehmen. Und dahinter baut sich ein Berg auf von 290 Milliarden Euro an Schulden. Ja, wir wollen das gar nicht irgendwie uns vorstellen, wie das noch in einer alten Währung, über die wir vorher mal philosophiert haben, bedeutet, will keiner mehr wissen, ja, weil das kann man gar nicht mehr aussprechen. Aber und irgendwie in der Logik leben, naja, irgendwie geht es eh weiter und dann machen wir halt Schulden oder was auch immer. Und ich sage nein, eine Verantwortung auch in der Politik ist es, ja, und das ist nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene, mit dem, was wir an Substanz haben und Mitteln zur Verfügung haben, richtig hauszuhalten. Und jetzt, wenn Sie mir auf Europa ansprechen, ja, es braucht auch wahrscheinlich eine kritische Diskussion über das Thema Kohäsion. Auch da orte ich aus Einzelbeispielen, die auch medial ja bekannt sind, es kommen nicht überall die Mittel dort an, wo sie eigentlich beantragt sind. Ja, und jetzt will ich keine Länder zitieren in dem Bereich, aber da ist Potenzial, das wissen wir. Und auch über das schwierige Thema für Österreich, Agrar. Moment, ja? wenn Sie sagen, die Mittel kommen nicht überall an, wie meinen Sie das jetzt konkret? Na, sprechen Sie da jetzt von gewissen Regionen in Rumänien oder was meinen Sie? Ja, ich habe zuerst gerade gesagt, ich werde keine Länder zitieren, weil wir dann zu sehr im Detail sind. Aber ich glaube, einige haben auch genickt jetzt, habe ich zur Kenntnis genommen, also sind offensichtlich auch in meinem Wissensstand. Aber noch einmal, es ist ja auch von der EU her, und ich hoffe, Sie können es bestätigen, es ist ein Faktor, dass einzelne Regionen ja gar nicht in der Lage sind, gewisse Mittel in Anspruch zu nehmen, die zur Verfügung gestellt werden. Umgekehrt Regionen auch in einer regelmäßigen Prüfung, die ja stattfindet, ja. Auch von der Kommission im Nachhinein. Dafür gibt es ja auch Regeln. Welche Regeln halt nicht eingehalten wurden. Und wenn in einem Nachbarland Österreichs, ja, jetzt versuche ich es ein bisschen zu konkretisieren, also es ist nicht Rumänien, was ich gemeint habe, auf dem Weg. Wir dann feststellen, ja, dass dort Agrarflächen gefördert werden, die de facto gar nicht vorhanden sind, dann glaube ich, muss man auch kritisch sein. Und auch beim Agrarthema gehört auch die Diskussion dazu. Geht es dort in Richtung der Qualität? Verstehen wir dort Agrar- und Landwirtschaft im Sinne auch, was, sage ich mal, landwirtschaftliche Entwicklung betrifft? Reden wir vom bäuerlichen Ansatz oder reden wir von agrarindustrieller Grundlage? Und das macht es ja auch schwierig, weil jedes Land hat andere Voraussetzungen. Und mir ist schon bewusst, Agrar heißt in Holland oder jetzt nehme ich auch Deutschland ein bisschen was anderes als in Tirol oder Österreich im mehrheitlichen Bereich. Aber auch hier braucht es dann die richtig dosierten Grundlagen. Und das kann man nicht mit einem Rechen drüber scheren. Und das sind Themen, die gehören transparent gemacht, die gehören auch diskutiert. Und ich glaube, dass aus dem heraus sehr wohl sich etwas finden lässt. Und ein zweiter oder dritter Ansatz in dem Fall, ja, auch da höre ich natürlich in Brüssel in den Gesprächen immer, na, da ist ja eh nichts mehr da. Aber ich sage es ehrlich, auch in Österreich, ja, sind wir sehr konsequent, auch in Richtung Sparen im System, auch in der Verwaltung. Und ja, ich kann den Sebastian Kurz gut verstehen, wenn er sagt, auch aus seiner Erfahrung und Wahrnehmung, es muss schon ein Faktor sein, wenn man Brexit jetzt nur bewertet in Richtung eines Nettozahlers als Beitragslieferant,
aber es ist auch in der Grundstruktur auf europäischer Ebene muss es ja irgendwo auch eine Reduktion darstellen. Es kann ja nicht nur beim Geld sein, es muss ja auch im Rahmen der Verwaltungsstruktur und der Kosten etwas geben. Und ich sage es auch frei heraus, weil das Thema ja, ich habe mir erlaubt, in Straßburg, wie das erste Mal war, die Frage zu stellen, dann habe ich gehört, das ist eine Tabufrage. Ja? Und ich gestehe, ich war zu feig. Ja? Hier dürfen Sie alles sagen. Ich habe es nicht getan, jetzt ist es eh schon gesagt, darum trauen wir es nachreden. Ja? Sebastian Kurz hat es ein paar Tage später zum Thema gemacht, ja? Nämlich die Grundsatzfrage, wollen wir uns alle vorstellen, wie es das erste Mal in Brüssel war, im Parlament. Ja? Ich habe dann Abgeordnete besucht und Gespräche geführt und ich bin mir vorgekommen wie beim Bundesheer, weil da sind überall so dunkelgrüne, ja, es hat ausgeschaut wie Tarnfarbe, sind so kleine Container überall gestanden am Gang. Das hat für mich einen militärischen Eindruck fast gehabt und ich hatte es nicht gewusst. Ja. Dann haben sie mir erklärt, ja, das sind unsere quasi Transportboxen, weil, und jetzt gibt es doch einige hunderte Abgeordnete im Parlament, und wurscht, ob das Österreicher sind oder ob das Griechen sind, Spanier, die müssen jedes Monat für eine Woche von Brüssel ihr Büro nach Straßburg verlegen. So, weil wir zwei Sitze haben. Und ich verstehe den historisch-politischen Ansatz, weil wir möglicherweise sonst die EU nicht zusammengebracht hätten, weil die Franzosen darauf bestanden haben und die Deutschen nicht durften oder was auch immer. Aber bitte versuchen wir es dann wieder ehrlich zu bewerten. Und dann habe ich hinterfragt, vorsichtig, ich weiß nicht, ob Sie es bestätigen können, es sind auch 200 Millionen Euro jedes Jahr an Kosten und da ist die Infrastruktur wahrscheinlich dahinter noch gar nicht mitgerechnet, die da aufgewendet werden, damit wir uns zwei Parlamente leisten. Das wäre ungefähr so, wenn wir sagen, wir haben ein Parlament in Wien, jetzt weiß ich nicht, welches Bundesland ich zitieren darf, und wir hätten ein Parlament in Graz. So. Und die Abgeordneten des Nationalrats müssen jedes Monat, eine Woche nach Graz, aber gleich mit allem drum und dran. Das ist so, und auf europäischer Ebene machen wir das. Ja. Ja, nein, aber da werden Sie... Aber nochmal, ich sage auch nicht, dass ich jetzt morgen eine Schlagzeile haben will dazu, aber das Thema ist... Das wir suchen ist eine bessere ein Schlagzeile. Ja, na gut. Ja? Ich schweige. Ja, weil das mit dem das ist eigentlich keine Schlagzeile mehr wert. Nein, es ist eh schon. Weil das wird häufig diskutiert. Sie können jetzt sagen, dass Sie das während der Ratspräsidentschaft durchsetzen werden. Dann kann es eine Schlagzeile sein. Aber ich möchte. Aber nicht darüber zu reden. Nein, die wahre Schlagzeile. Ich möchte zur Schlagzeile zurückkommen. Sie wollen eine Schlagzeile? Nein, ich möchte keine Schlagzeile. Ich schon. Ja, eine gute. Wirklich. Sie wollen morgen in der Zeit im Bild der Opener sein. Nein, aber zurück zu Ihrem Ansatz der Kohäsionspolitik. Ja. Und wenn Sie nämlich da jetzt nennen das Beispiel von Missbrauch, ja, und das als Argument anführen, dass man die Kohäsionspolitik einschränkt, budgetär, ist das denn, das ist doch kein Argument. Ich meine, da könnte man ja vorher sagen, da muss man die Kontrollen erhöhen. Und den Missbrauch gibt es ja in Österreich genauso. Denken Sie an die Bergbauern, die sich verrechnet haben bei der Angabe ihrer Flächen. Wir wurden auch vorher zitiert, dass wir uns auch im Controlling in einem Betrugsfall, den wir auch kennen, einige Jahre zurück, ich glaube 2012 war es, in Salzburg, wo die Stadt Salzburg, ja, aus einigen jetzt im Nachhinein weiß man, kriminellen Handlungen, wo es auch Verurteilungen gibt, falsche Zahlen gemeldet hat. Ja, leider waren wir dann, weil wir keine andere Basis hatten, diejenigen, die dann diese falschen Zahlen an Brüssel gemeldet haben. Brüssel hat das aufgezeigt und so gesehen gibt es eine Strafe dafür. Aber ich gehe ja nicht nur von Missbrauch aus. Ich glaube, auch wenn ich sage, diese auch regionalen Förderungen, ja, haben ja auch dazu geführt, dass in den letzten Jahren ja auch Entwicklungen im Positiven genutzt wurden. Und ich glaube, auch hier bedarf es auch anderer Bewertungsgrundlagen. Ja, ja. Da hat es ja auch konkrete Vorschläge gegeben, zum Beispiel im Blick auf die Landwirtschaft. Ich rede gar nicht von der Landwirtschaft. Nein, aber also da gibt es einen konkreten Vorschlag von der Seite der Kommission, da um 5% zu einzusparen, aber da hat sofort das Österreich den Aufschrei gegeben. Ich habe nicht geschrien. Aber Sie wären
Sie werden die Schreie schon gehört haben. Ja, ich höre das Schreien, nur bevor ich schreie, hätte ich gern gewusst, worüber reden wir. Und darum haben wir vorher die Landwirtschaft aufgebaut. Nicht? Es geht auch da inhaltlich in der Diskussion, was wollen wir in der Förderung der Landwirtschaft in Europa erreichen? Geht es um diese auch ländliche Struktur? Gehen wir davon aus, dass wir in dem Bereich was tun wollen? Und um es auch klarzustellen, ich sehe auch in den Vorschlägen der Europäischen Kommission, das ist ja nicht jetzt ein vordergründiges Ablehnen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass da inhaltlich sehr viel Gemeinsames drinnen steckt, weil gerade bei dem Thema Landwirtschaft, Agrar, erkennt man ja, dass dort auch über eine Deckelung, ja, und eine Maximierung gerade der Versuch da ist, ja, gewisse Limits zu legen, um nicht über großindustrielle Strukturen in dem Bereich drüber zu kommen. Das deckt sich auch mit meiner Erwartung, ja, ob die Limits und Deckelungen richtig sind, ob es maximiert sind oder progressiv, degressiv. Also das sind die Diskussionen, die wir brauchen. Aber die Bereitschaft dazu ist notwendig. Und ich sage eins, diese Grundaussage, und ich habe das auch beim Budget Österreich nicht gemacht, wie das von keiner, 5% weniger, quer drüber. Nein, wir haben Elemente, wo wir investieren müssen für unsere Zukunft. Und wir haben Elemente, wo wir sparen können. Aber wir müssen hinschauen und wir müssen bereit sein hinzuschauen. Und dann wird es unterschiedliche Verteilungen geben. Und das ist in jedem Bereich so. Und das ist auch im unternehmerischen Bereich so. Und wenn ich dort ein Kostenprogramm ansetze und sage, wir müssen, weiß nicht, 10% Kosten einsparen in einem unternehmerischen Bereich, dann habe ich auch nicht Appell gegeben und habe gesagt, so jede Abteilung minus 10%. Weil dann haben sie die gefreut, die einen, entschuldige jetzt den Ausdruck, ja, ein bisschen vielleicht Speck an den Hüften hatten, ja, uns gesagt haben, na, du Vollidiot, ja, du hast jetzt 2 Jahre lang schon brav dein Budget gehalten, jetzt trifft es dich auch mit minus 10%, ich habe noch Reserven gehalten, das sollte man eigentlich tun. Das heißt, ich züchte mir ja gerade die falsche Voraussetzung. Und wir sollten es richtig tun, wir sollten eine transparente, gemeinsame Grundlage schaffen und dann diskutieren wir. Ist schon klar. Das Seltsame war halt nur, dass von Ihrem Regierungschef die Aussage kam, noch bevor die Kommission das Budget oder die Vorschläge präsentiert hat, es darf nicht mehr kosten. Und man noch nicht genau gewusst hat, was da drinnen ist. Jetzt ist es ja anders. Sie kennen ja den Vorschlag der Kommission mittlerweile. Ja, ja. Ich kannte ihn auch schon vorher. Sie kannten ihn schon vorher. Wie schätzen Sie ihn ein? Geht er weit? Genug? Oder ist es plausibel, was man da jetzt ändern, neu aufstellen möchte? Also ich sehe, und ich habe es vorher formuliert und dazu stehe ich, ja, inhaltlich die richtigen und positive Ansätze. Und warum ich jetzt flapsig gesagt habe, ich kannte ihn vorher. Ich hatte vorher auch die Gelegenheit, bei einem Besuch von Kommissar Oettinger auch schon im Vorfeld Diskussionen zu führen über Position, über Meinungen, über Inhalte. Dann waren Sie der den Bundeskanzler gebrieft hat und gesagt hat. Ne? Also, wenn Sie auch jetzt so eine Schlagzeile wollen, nein. Dahinter stand die Tatsache, dass er am gleichen Tag, mittags war der Kommissar Oettinger bei Sebastian Kurz, dann war er, glaube ich, beim Gernot Blümel und ich war der Drittgewählte. Also so gesehen gab es in der Reihenfolge nicht die Chance, dass ich den Sebastian briefen konnte. Aber noch einmal, auf der Grundlage, die wir haben, ist der Vorschlag inhaltlich aus unserer Sicht, auch mit den Schwerpunkten, durchaus in vielen Bereichen gut und richtig. In der Ausprägung, ja, was die Mittel dahinter in der Planung betrifft, ja, erkennen wir noch zu wenig Dosierung, nämlich in diesem zusätzlich und möglicherweise auch im Ausgleich. Sie meinen zusätzlich den zusätzlichen Mehrwert oder was an Österreich zurückkommt? Ja, wenn wir, naja, nicht nur zurückkommt, es geht generell nicht nur um Österreich, es geht um europäische Effizienz und das Wichtigste, Effektivität. Und das ist aus meiner Sicht noch nicht in der klaren Bewertung erkennbar. Ich glaube, da braucht es noch Verhandlungen, da braucht es Diskussion. Und das Gute daran ist, es wird ja diskutiert. Ja, ja, absolut. Und es wird natürlich Position bezogen, so wie ich gelernt habe, dass es in der Politik wichtig ist. Habe ich auch beim Pflegeregress und sonstigen Themen schon gelernt. Also jeder bezieht einmal Position. Ja, das Parlament hat Position bezogen, sehr früh. Ja, was auch mit 1,3% in der Erwartung war. Es gibt die Grundlage der 1%, die wir ja haben, wo Österreich sagt, bevor wir jetzt gleich was drauflegen, sollten wir uns einmal anschauen, wo haben wir Potenzial, was brauchen wir noch, was brauchen wir nicht mehr, was wollen wir mehr, aber ausgehend einmal von der Grundlage, die wir derzeit haben. Und das, was die Kommission macht, ist halt auch verständlich aus meiner Sicht, wahrscheinlich auch in der politischen Linie,
habe es auch in Brüssel, sage jetzt keinen Namen, damit es keine Schlagzeile wird, aber habe es auch in Brüssel vernommen, dass ich gehört habe, naja, wir sind ja sozusagen auch der Mittler und wollen auf ein gemeinsames Ergebnis. So gesehen hat es mich nicht ganz überrascht, dass der Vorschlag der Kommission sich auch in der Mitte zwischen der sozusagen 1% Basis und 1,3 Parlament bewegt. Also ja, und nochmal wichtig ist, dass wir bereit sind, die Dinge offen zu diskutieren, in ihrer Wirksamkeit auch zu diskutieren, in ihrer Notwendigkeit zu diskutieren und versuchen, das unter einem gemeinsamen Rahmen inhaltlicher Schwerpunktsetzungen zu tun. Wir müssten wahrscheinlich jetzt den Plan genau durchgehen, um zu bewerten, wo jetzt da Perspektiven sind und wo nicht. Also ich würde jetzt aussteigen, gestehe ich offen, weil ich es nicht über alle Ressorts und alle Themen durchdeklinieren kann. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, es gibt Bedarf, nicht? Ich meine, wir machen es jetzt nicht, das können wir nachher machen, aber... wir wollen Sie nicht weiter langweilen. ich weiß nicht, ob das langweilend ist, aber Sie haben ja die Grundsatzdiskussion angesprochen und die ist in dem Plan und dem Finanzvorschlag schon enthalten. Ich meine, wenn ich an mehr Außengrenzschutz verlange, kostet das mehr. Wenn ich auf europäischer Ebene mehr Investitionen, und ich glaube, da gibt es auch keine Meinungsverschiedenheit, was die großen Themen eben auf großer Ebene gemeinsam anbelangt, dann, und der Kommissionsvorschlag ist ja jetzt nicht so überdimensioniert, dass Sie jetzt gerade viel, viel mehr haben wollen. Also mir fällt jetzt nichts anderes ein, als was ich Ihnen vorher schon als gesagt Antwort haben. Gegeben okay. habe. Aber jetzt kommt ja die Ratspräsidentschaft. Ja. Und in der Ratspräsidentschaft wird dieser mehrjährige Finanzplan ein großes Thema sein. Denn es gibt schon die unterschiedlichen Szenarien. Wenn es jetzt während der österreichischen Ratspräsidentschaft nicht zu Entscheidungen kommt, wir haben nächstes Jahr die Wahlen, die Europawahlen, dann gibt es ein neues Parlament, es gibt eine neue Kommission, es wird dauern, bis sich das alles konstituiert hat. Das heißt, die Diskussion über den mehrjährigen Finanzrahmen wird sich verzögern, wird irgendwann mal 2020 passieren und während der deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020 dann vielleicht zum Abschluss kommen. Alles verzögert sich. Ja, denken Sie, sehen Sie eine Hoffnung, dass da jetzt, obwohl Österreich noch nicht ganz klar ist, ob man jetzt die Kommission unterstützt oder in welche Richtung es geht, aber glauben Sie, dass da jetzt Turbo hineinkommt? Also ich sehe die Verantwortung, die wir in unserer Ratspräsidentschaft haben, klar, was diese strategische Budgetplanung 21-27 betrifft, dass es unsere Verantwortung ist, alles zu tun, um einen möglichst raschen Abschluss zu schaffen. Aber sehen Sie das als realistisch? Ich habe die Erfahrung nicht. Ich habe nur die Erfahrung insofern, dass ich mir angeschaut habe und auch berichtet bekommen habe, ich glaube, die letzten Rahmen, die diskutiert wurden in der Europäischen Union, da gab es keinen Brexit, um es einmal vorwegzunehmen und wahrscheinlich jetzt im Nachhinein gesehen vielleicht einfachere Rahmenbedingungen, gedauert. Aber die haben zweieinhalb Jahre teilweise im Schnitt gebraucht. Also jetzt sage ich dazu, der Rahmen ist klar, ja, die angesprochenen EU-Parlamentswahlen, ja, die daraus auch resultierende Erneuerung auch auf Kommissionsebene, gibt natürlich da jetzt einen Erwartungsdruck zu sagen, es soll schneller sein. Es gibt aber auch auf europäischer Ebene in einzelnen Ländern von den Regierungen die Meinungen, na eigentlich sollte man es vorher gar nicht machen. Weil es wäre ja fairer, wenn dann auch eine neue Kommission, die die Verantwortung dann für die Jahre 21 und folgend hat, die Chance hat, ihren eigenen Rahmen dann noch in der Diskussion zu haben. Also auch dazu gibt es Meinungen. Also meine Haltung ist, wenn wir die Möglichkeit haben, wir werden als Österreich alles daran setzen, Gernot Blümel in der Verantwortung als Europaminister, auch in der Regierung, wird alle Energie darauf lenken, um die Voraussetzungen auch für den Abschluss zu schaffen. Ob das gelingt, und jetzt sage ich dazu, weil wir haben ja daneben ein anderes Thema, das ich selber auch in der Verhandlungsführung leiten darf. Es gibt ja jetzt auch die unmittelbare Aufgabe, einen Haushalt, ein Jahresbudget 2019 für die EU zu verhandeln.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, weil das findet ja noch im bestehenden Mittelfristrahmen statt. Und auch da haben wir die notwendige Energie hineinzulegen. Aber auch da habe ich in meinen Gesprächen, die ich in Brüssel und Straßburg mit Abgeordneten, auch mit den Ausschussvorsitzenden für den Budget- und Haushaltsplan geführt habe, da ist auch schon erkennbar, dass natürlich auch da Positionierungen der Fraktionen zur EU-Wahl schon da sind. Ja? Und dann kommt noch die Vermischung mit diesem strategischen Rahmen, wo ich natürlich schon angesprochen wurde auf unsere Positionierung dort, jetzt sehr frei übersetzt mit der Ansage, na, ich werde mich schon anschauen, ja, wenn ich als Österreicher jetzt den Haushalt 19 verhandeln will, wenn ich ja nicht bereit bin, beim Mittelfristrahmen mehr zu geben als die 1%. Also es wird typisch politisch ja schon wieder alles vermischt und vermengt. Mhm. Ich werde danach streben, hier klar strukturiert vorzugehen. Weiß ich nicht, ob es mir gelingt, dann auch diese Konsequenz zu pflegen auf europäischer Ebene. Aber ich glaube, es ist eine gute Grundlage, um auch in dem Bereich möglichst alles zu tun, einen guten Abschluss aber für Europa zu erreichen. Und da sage ich auch dazu, eine Ratspräsidentschaft gibt auch uns den Auftrag, hier als Vermittler tätig zu sein. Und jetzt muss ich auch in mir selber nahezu fast eine Spaltung vornehmen, weil eins ist mir bewusst, ja, ich habe eine Verantwortung, eine Position Österreich, aber gleichzeitig auch eine Verantwortung, dann in dem Fall zwischen allen EU-Ländern, gemeinsam mit dem Parlament und der Kommission ein gemeinsames Budget 2019 jetzt einmal aus diesem Teil heraus zu erreichen. Aber deswegen sitzen Sie, Sie haben ja den Vorsitz, ja. Aber deswegen bleibt ja der Platz der österreichischen Stimme ja nicht leer. So ist es. Und darum sage ich nicht. Also aber ich Sie werde sind der Moderator dieser Gespräche. Ja, und ich werde gefordert sein, ja, in dieser Ratspräsidentschaft, auch bei den Finanzthemen und damit Haushaltsthemen 19, auch diese Vermittlerrolle wahrzunehmen. Und wenn ich dorthin marschiere und sage, ich habe in Österreich eine Position und weiter braucht man nicht diskutieren, dann wird mir meine Rolle in der Ratspräsidentschaft nicht gelingen. Dann bin ich schon gescheitert, bevor ich anfange. Also das muss man auch erkennen, dass es ja da nicht nur darum geht, dass jetzt Österreich quasi eine zweite Reihe aufmacht als Ratsvorsitzender für seine Position, sondern es muss uns auch gelingen, ja, hier dafür zu sorgen, dass die Diskussion, der Austausch, die Transparenz und auch Entscheidungen in dem Bereich möglich werden. Mhm. Also auch ein fairer Makler zu sein und Vermittler zu sein. Aber noch einmal zurück zum MFR, zum mehrjährigen Finanzrahmen. Da habe ich jetzt keine Euphorie von Ihrer Seite gespürt, dass man alles daran setzt, zu einem Ergebnis zu kommen. Also jetzt würde ich gerne das Publikum als meine Zeugen in Anspruch nehmen. Ich hätte mich so verstanden, schon, vielleicht muss ich es noch, ich weiß nicht, soll ich aufspringen, um die Euphorie zu zeigen. Also ich habe es klar formuliert. Ja. Wir werden alles daran setzen, um es vielleicht noch deutlicher zu sagen, wir werden alles daran setzen, ja, dafür zu sorgen, dass wir alles tun, um einen Abschluss in dem Bereich zu erreichen. Also es ist eine Priorität des österreichischen Ratsvorsitzes. Es ist die Aufgabe und die Vorgabe, dass wir in diesen Verhandlungen unseren Beitrag liefern, in der Moderation, in der Verhandlung. Und ich habe überhaupt keine Veranlassung daran zu denken, dass wir jetzt uns zurücklehnen und sagen, na schauen wir mal. Mhm. Nein, wir haben die Verantwortung, diese Aufgabe zu übernehmen. Nur das ist ungefähr jetzt so, wenn wir sagen, weiß ich nicht, ich mache das erste Mal jetzt einen Marathon. Ja, wir wissen, die durchschnittliche Zeit für einen Marathon das erste Mal, wenn man es nicht wirklich schon vorher mal trainiert und gekonnt hat, liegt, jetzt lass uns mal erfinden, bei 4,5 Stunden. Das war die letzten Male oder immer so. Und Sie sagen, naja, wir gehen schon davon aus, in 2 Stunden 10 sind Sie da. Und wollen Sie sich jetzt anstrengen, in 2 Stunden 10 Herr Löger, sein? Herr Löger, wissen Sie, was ich meine? Ich traue Ihnen das zu. Realistisch, okay. Also, das freut mich. Ja, ich meine, vielleicht haben Sie Turboschuhe, ich weiß es nicht. Also, wenn Sie welche haben, nehme ich sie gerne. Aber die Österreicher haben ja ein enormes diplomatisches Geschick. Das ist richtig. Deswegen... Ja eben, schauen Sie, da widersprechen Sie nicht. Deswegen glaube ich da ja nicht jetzt an Wunder, aber an Wunderbares erreichen. Also wir glauben an uns, unsere Fähigkeiten und die werden wir einbringen. Das ist gut. Also wir lassen uns überraschen. Ja, wir werden agieren und Sie lassen sich überraschen.
Wie stehen Sie denn zu anderen Haltungen in Mitgliedstaaten? Ich denke jetzt besonders an Frankreich, an den Herrn Macron. Da spießt sich doch einiges zur österreichischen Position, was die Vorstellungen anlangt, auch im Hinblick auf Eurozone, Euroraum und so weiter. Also meine persönliche Wahrnehmung, jetzt haben Sie eine Chance auf eine Schlagzeile. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass der französische Premierminister Macron einer jener ist, die in Europa enorme Energie auf dieses Thema der Europäischen Union legen. Und das trifft sich sehr gut, nämlich vom energetischen Ansatz, dass ich sage, wir alle sollten unseren Beitrag liefern und in der Überzeugung für Europa arbeiten. Alle Mitgliedstaaten. Und ich orte es sehr positiv, dass Michel Macron sehr, sehr aktiv, ja, jetzt mache ich eine kleine Klammer auf, vielleicht ab und zu ein bisschen sehr eigenständig, ja, aber er tut, er kämpft, er arbeitet. Und ich sage es auch dazu, ich erlebe es ja auch von unserer Seite. Und wenn ich denke, was Sebastian Kurz auch an Energie hineinlegt, ja, und dann meine ich jetzt nicht nur die Reisetätigkeiten und die Besuche einerseits, die natürlich auch schon extrem wichtig sind, ja, um hier etwas zu bewegen, um etwas weiterzubringen. Und jetzt sage ich es auch dazu, und ich orte auch bei anderen Energie, sie zieht halt nicht immer in die gleiche Richtung. Das Notwendige ist, und da sehe ich ja auch die Kommission in einer wichtigen Rolle, ist hier auch dann dafür zu sorgen, dass es eben diese gemeinsamen gesamtheitlichen Elemente der Diskussion gibt. Aber wie gesagt, wenn Sie mich jetzt inhaltlich ansprechen, ja, darum habe ich es ja gesagt, es gibt sehr eigenständige Vorschläge von Macron. Nicht? Und es ist auch zu wenig aus meiner persönlichen Sicht, wenn sozusagen Macron und Merkel sich treffen. Das ist wichtig, weil das sind die zwei großen auch Pole sozusagen im Kern Europas. Aber wir sind mehr als das und deswegen müssen wir es auch gemeinsam diskutieren. Und wir müssen die Kommunikation wieder stärken. Ja, momentan sind wir in Einzeldiskussionen eher im Bereich, uns wieder ein bisschen zu verlieren. Aber das ist ein Element, um das ich positiv erlebe. Und ich glaube, also diese Energie bringt Reibung. Mhm. Ja, aber ich habe einmal in anderem Zusammenhang auch gelernt, jeder Konflikt ja, hat die Chance, diese Energie, die da aufkommt, wenn man die richtig lenken kann, und das kannst du nur durch Diskussion und Kommunikation, dann kannst du die Energie nutzen, um das auch für die richtigen Schritte zu setzen. Und darum, glaube ich, ist alles, was in Europa an Diskussion stattfindet, einmal von der Basis her gut. Es gehört nur dazu, dass man miteinander redet, nicht sie ausrichten lässt und gegeneinander Botschaften schickt, sondern möglichst viel an gemeinsamer Diskussion. Und da ist die Kommission eine gute Grundlage, da ist das Parlament eine gute Grundlage, und da ist auch der Rat gefordert, auch in seiner Meinungsbildung unter den Ländern diese gemeinsamen Grundlagen zu entwickeln. Sehr komplex, sehr aufwendig, aber notwendig. Es ist immer ein Kompromiss, und um Lösungen zu finden, gerade beim Budget braucht es Einstimmigkeit, muss man die Kompromisse finden. Genau. Noch einmal zu Emmanuel Macron zurück. Seine Perspektiven, seine Erwartungen an die Zukunft Europas, die würden Sie auch klar so mittragen? Die sind nämlich dann nicht das Szenario 4, sondern das Szenario 5. Darum habe ich ja Klammer aufgemacht, teilweise zu eigenständig. Ja. Also ich sehe die Tiefe, die Macron legt. Bitte? Wo schränken Sie ein? Also ich schränke da ein, wenn es zum Beispiel, was auch einleitend angesprochen wurde, in dem Bereich zu stark ja, jetzt schon auch in die Richtung geht einer gemeinsamen Budgetgrundlage auf europäischer Ebene. Da glaube ich, fehlen derzeit die Basen dazu. Also Sie meinen, es ist zu früh, aber es könnte einmal sein. Ja, aber es ist auch wichtig, in die Zukunft zu blicken, aber ich glaube, man muss die Taktung für die Zukunft auch entsprechend legen, damit man nicht mit einem zu großen visionären Ansatz, der zu weit weg ist. Ich kann sagen, okay, und wir sind auf einem Weg, der uns dorthin führen kann. Ich sage aber auch dazu, diese Vertiefungsansätze, auch die Vorschläge der Kommission, die noch im Dezember 2017 in dem Bereich gelegt wurden, auch was die Vertiefung der Währungsunion betrifft, sind aus meiner Sicht noch zu weit weg und teilweise auch im Widerspruch möglicherweise. Zu weit weg heißt zu früh. Zu früh und teilweise möglicherweise, wenn wir die Diskussion führen,
was wollen wir von der Europäischen Union, dann sind wir da oder dort vielleicht gar nicht so gefordert. Weil ich sage, jetzt kann ich darüber diskutieren, wir reden, jetzt um in ein Detail zu gehen, ja, wir reden über Bemessungsgrundlagen für Körperschaftssteuer. Wird ein Schwerpunkt von mir sein in den Diskussionen, da wollen wir weiterkommen. Gleichzeitig aber zu sagen, wir brauchen in Europa einheitliche Steuerregelungen und das auf gemeinsamer Basis eines europäischen Finanzministers und das Ganze noch auf einer Beschlussentscheidungsebene des Parlaments und der Kommission, da sage ich, das glaube ich nicht einmal langfristig, weil es wird einfach nicht möglich sein, diese Unterschiedlichkeit aller Länder innerhalb Europas so zu, jetzt übertrieben formuliert, einzuengen und zu korrigieren. Lass uns mal ein Beispiel nennen. Ja? Wir reden immer über Amerika. Amerika ist für uns alle, behaupte ich, ein Land. Ja? Amerika sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Und wenn Sie genau hinschauen, was dort in den einzelnen Bundesstaaten an Selbstständigkeit in legislativen Elementen, auch bis hin in budgetären Elementen und an Rahmen besteht, dann würde ich behaupten, dass wir in Europa teilweise schon weiter sind oder viel weiter sind, als Amerika jemals sein will oder sein wird. Und jetzt lass uns mal vielleicht auf dem Beispiel auch nochmal erklären. Mein Bild, und ich glaube, dass sich das durchaus auch mit dem Positionierungsansatz Österreichs deckt, für die Europäische Union ist, auch ein bisschen diese freiere Form im Zusammenwirken aller auf jene Elemente zu bringen, die sinnhaft, langfristig passen. Und ich nenne ein zweites Thema im Detail. Ja, Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Ich möchte dazwischen schon fragen, glauben Sie, dass wir die Zeit noch haben? Sind die großen Probleme, die in Europa herrschen und die Herausforderungen, die bestehen, nicht einfach so virulent, dass man endlich handeln muss? Ja, aber dort, wo es Sinn macht. Nämlich, wenn wir in Europa dauernd glauben, dass wir alles in jeder Form, in jedem Detail auf einen gemeinsamen Nenner bringen müssen und das in Teilbereichen, die aus meiner Sicht es nie schaffen werden und gar nicht sollen. Und ich habe ein paar Beispiele dazu genannt. Aber konzentrieren wir uns doch, damit wir es schaffen, nämlich einmal in den wichtigen, relevanten Bereichen, wir uns einigen können. Ja, zum Beispiel Besteuerung von großen amerikanischen Konzernen. Da sind Sie zurückhaltend, wenn es um Google und Facebook. Bin ich nicht zurückhaltend? Nein, nicht zurückhaltend, aber in Konsequenz geht es um die Bemessung in den Ländern, wo die Steuersätze zu leisten sind. Ja, Bemessung, wobei in dem Bereich, den Sie ansprechen, geht es, glaube ich, eher um das Elementum auch dieser digitalen Betriebsstättendefinition, das ich als gesondertes Thema noch sehen würde. Das eine ist Bemessungsgrundlage Körperschaftssteuer, auch innerhalb der Länder Europas. Und darüber hinaus diese derzeitige Unfairness zwischen klassischen Geschäftsmodellen und digitalen, wo wir wissen, dass wir bei der klassischen Körperschaftssteuer im Schnitt in Europa 23% haben, was Unternehmerinnen und Unternehmer zahlen, auch sehr unterschiedlich. Ja. Die Ungarn, die jetzt auf 9%, das ist Single Handicap, ja, wenn man es im Golf bewerten würde, dann gibt es Länder wie Österreich mit 25%, also da ist ja schon ein gravierender Unterschied. Aber die Bemessungsgrundlagen dahinter sind auch unterschiedliche. Darum muss man mal das harmonisieren, bevor man den nächsten Schritt setzen kann. Digital ist wieder eine eigene Positionierung. Da wissen wir, dass Unternehmen auch in Österreich, auch Sie haben es genannt, ja, beispielhafte Umsätze lukrieren aus Daten, die sie dann vermarkten. Aber aufgrund dessen, dass es keine physische Betriebsstätte in Österreich gibt, auch keine Besteuerung dieses Umsatzes oder des Einkommens und der daraus lukrierenden Gewinne erfolgt. Und so gesehen brauchen wir auf der Dynamik, die in diesen Elementen drinnen ist, jetzt sehr rasche Lösungen. Und darum war ich vorher irritiert, weil Sie gesagt haben, wo ich bremse. Ganz im Gegenteil, wir brauchen hier Lösungen, aber gleichzeitig müssen wir auch die inhaltlich diskutieren. Da gibt es auch erfreulicherweise Vorschlag jetzt der Europäischen Kommission, wie man das lösen kann. Auch da müssen wir inhaltlich noch in die Diskussion gehen, aber nicht um es zerdiskutieren oder wie auch immer, sondern um sicherzustellen, dass wir nicht dahinter möglicherweise einen Systemschaden anrichten. Weil wenn wir jetzt über eine Umsatz-
Besteuerung reden in dem Bereich, ja, dann könnte es passieren, dass auf globaler Ebene plötzlich dann Asien und Amerika mit uns in der WTO diskutiert, ob man nicht generell auf Umsatzbesteuerung gehen, und dann würde Europa als Exportkaiser auf globaler Ebene wahrscheinlich einen Knieschuss erleiden, wenn wir diesem Druck ausgesetzt werden. Also, und das habe ich mit Olaf Scholz unter anderem auch in Brüssel vertiefend diskutiert. Also das heißt, es gibt eine Vielzahl von Zusammenhängen, die man berücksichtigen muss. Es ist nicht leider Gottes immer so eine lineare Einzelentscheidung, die sofort wirkt und alle glücklich macht, sondern man muss die Zusammenhänge auch erkennen, um daraus die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber notwendig, und auch das ist ein Schwerpunkt, also Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage harmonisieren, zweites Thema digitale Besteuerung, ja, aber in einer richtigen Form, nicht ein Schnellschuss, der jetzt gut ausschaut. Marketingtechnisch sind alle glücklich, dass wir was haben. Und ja, irgendwann werden wir munter und erkennen, dass uns die Welt links und rechts überholt hat. Ja. Also solche Themen brauchen auch ihre Qualität. Sie sind ja drauf und dran zu schauen, wo Sie Einsparungen treffen können, Verbesserungen, haben einen unkonventionellen, einen neuen Blick. Von Seiten der Europäischen Kommission gibt es das sogenannte europäische Semester. Ja. Das heißt, die Mitgliedstaaten bekommen eine Analyse, Empfehlungen, das sind ja auch Maßnahmen, die man getroffen hat, um genauso wie die Maastricht-Kriterien sozusagen auch ein neues Griechenland oder Fehlentwicklungen zu verhindern. Wie geht es Ihnen mit diesen Vorschlägen, die zum Beispiel durch das europäische Semester, die Empfehlungen, die Österreich gemacht werden? Es geht mir gut damit, weil ich es gewohnt bin, seit eh und je, auch in beruflicher Form, solange ich denken kann, war es immer eine Art eines Controllings, ja, das Gott sei Dank stattfindet, ja, um auch aus einer Außensicht heraus Hinweise zu bekommen, wo die eigenen Entwicklungen und Maßnahmen, die man setzt, in einer positiven Wirkung sind und wo möglicherweise Auffälligkeiten sind, die man selber aufgrund der Konzentration in der operativen Arbeit nicht erkennt. Also ich glaube, das System selbst ist wichtig, ist richtig und es schützt ja auch die Europäische Union, dass man die Chance eben hat, über diese gesamtheitliche Sicht auch der Kommission zu erkennen, wo gibt es gute Entwicklungen, wo gibt es vielleicht kritische Entwicklungen und jetzt sehr frei herausformuliert, Feedback, wie es so neudeutsch formuliert ist, glaube ich, ist das Wichtigste für jeden von uns, dass wir uns auch weiterentwickeln können, beziehungsweise auch als Mensch noch gewahrt sind, dass wir nicht auf der Decke schweben und glauben, wir sind die Größten. Ich würde mir erlauben, vielleicht auch auf politischer Ebene, nicht in allen Ländern immer so gegeben. Aber das ist eine Grundlage auch, die wir brauchen. Und die inhaltliche Auseinandersetzung sind Elemente. Ich habe auch in Österreich einen Fiskalrat, der als unabhängige Expertenstelle laufend Bewertungen auch dieser Finanzpolitik in Österreich legen und damit jetzt auch meiner Politik und der Semesterbericht der EU, der ja durchaus zeitnah auch in der Form jetzt gesetzt wurde, glaube ich, gibt die richtigen Hinweise. Aber auch Themen, die wir auch unsererseits erkannt haben, gestehe ein, vielleicht aus der Sicht der Kommission schon in einer stärkeren Form in die Realisierung bringen sollten, aber da liegt es natürlich auch wieder in der nationalen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese externe Sicht sich durchaus mit dem, was wir auch auf nationaler Verantwortung sehen als Regierung, stimmig ist. Und wenn ich als Regierung sage, ja, der Hinweis berechtigt, aber wir machen zuerst einmal den ersten oder den anderen Schritt in der Priorität, dann ist es letztendlich wieder unsere Verantwortung. Und so gesehen ist die Diskussion darüber eine positive. Die Hinweise sind ja auch im europäischen Vergleich. Das spielt ja auch immer große Rolle. Und da sind, ich greife jetzt zwei Empfehlungen heraus, maßgeblich wird immer wieder angesprochen, das Pensionssystem und das Gesundheitssystem. Ja. Beim Pensionssystem, weil Österreich immer noch ein sehr niedriges Pensionsalter im Vergleich hat mit den 60 Jahren, sehr unverständlich, da werden jetzt die Frauen aufschreien. Ich hätte es nicht angesprochen. Ja, aber eigentlich auf europäischer Ebene der große Unterschied, auch die Frauen, die viel fitter als wir Männer sind, die älter werden, die auch nicht mit bis 65 arbeiten sollen.
Sind das Prioritäten, die Sie ernst nehmen und die Sie vielleicht sogar umsetzen wollen? Ich habe es vorher, glaube ich, eh schon eingeleitet. Nicht? Es sind wichtige, durchaus auch inhaltlich richtige Hinweise. Aber jetzt lass uns mal das Frauenthema ansprechen. Eine sehr subjektive Meinung, eine persönliche. Ja, die Zahlen, auch in Österreich, seit vielen Jahren, wo das Thema Pension und Sicherung des Pensionssystems ja diskutiert wird, ich glaube in Summe gesehen, dass wir da leider Gottes das Bewusstsein noch viel zu wenig ausgeprägt haben. Darf ich da einen kleinen Side-Step machen? Ja? Ich habe in meiner Budgetrede bewusst eingebaut, dass ich das gesamte Hohe Haus angesprochen habe, weil wenn wir in Österreich eine Pensionsreform, die höchst notwendig ist, auch schaffen wollen, dann wird das nicht in populistischer Form von Regierungspartei versus Oppositionen gehen. Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis auf der Notwendigkeit. Und ich sitze auf der Regierungsbank auf der Seite, wo ich vor mir die neue Opposition habe. Und ich habe nicht einen, sondern viele Zurufe bei meiner Budgetrede gekriegt. Das hört man nur im Fernsehen nicht, wenn man zuschaut, weil nur mein Mikrofon eingeschaltet ist. Aber die Zurufe waren beklemmend für mich. Nämlich die kamen sehr vielfach, wir haben kein Pensionsproblem. Und das ist das Problem. Wenn wir das Thema gar nicht als Problem erkennen wollen, dürfen oder ideologisch, was auch immer passiert, ja, dann wird es in dieser Form wahrscheinlich sehr schwer werden, weil dann kann es populistisch spielen damit. So, sei also Sie machen sich keine Freunde, wenn Sie sagen, die Europäische Kommission beurteilt, dass bei uns die Nachhaltigkeit des Pensionssystems nicht ganz... Nein, im Gegenteil. Und jetzt komme ich auf das Frauenthema, weil das halte ich wirklich für spezifisch. Ja? Wir haben auch im Vergleich zu anderen Ländern Europas, auch was das Thema Frauen, Beschäftigung und Einkommen betrifft, auch andere Grundlagen. Und es ist ein Faktum, dass gerade Frauen oft über Teilzeitbeschäftigung, auch in dem Bereich, und ich sehe das aber auch jetzt nicht negativ, sondern halt in der familiären Situation, die auch in dem Bereich ihre Wirkung hat und in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern halt anders positioniert ist, dass hier andere Voraussetzungen auch da sind. Also das, glaube ich, ist schon auch ein Thema. Und ich sage es aus meiner eigenen Familienerfahrung heraus, habe die Freude, seit einigen Monaten Großvater auch zu sein und schon die quasi nächste, übernächste Generation auch miterleben zu dürfen. Ich glaube, das muss man auch tiefer sehen. Und jetzt kann ich nicht nur sagen, die Frauen gehen zu früh in Pension oder die haben, weiß ich nicht, zu viele Ansprüche. Ich glaube, man muss auch hier fair sein und sich fragen, warum vielleicht andere Elemente auch in Österreich in einer anderen Wirkung sind. Und das ist immer das, was ich sage, da kann man nicht nur kurz hinschauen und gleich streichen und sagen, der Ausgleich, der Hinweis ist richtig. Weil er sich auf kalkulatorischer Basis errechnet. Aber ich muss ja bereit sein, dahinter zu schauen und zu sagen, warum. Und dann habe ich die Chance zu erkennen und dann kann ich sagen, es ist okay, weil wir halt eine besondere auch Situation dahingehend unterstützen. Oder wir erkennen und sagen, okay, das ist eine Entwicklung, die wir haben, die wir aber gesellschaftspolitisch vielleicht ja auch anders korrigieren müssen, um einen Ausgleich zu schaffen, der dann wieder die Möglichkeit gibt, es zu verändern. Also das ist ein Punkt, wo ich glaube, wie in vielen Bereichen, dass es nicht einfach darum geht, zu bewerten, das ist wichtig, aufzuzeigen auch, aber dann die Analyse zu legen und dann die richtigen Schlüsse. Gut, also ich glaube, beim Pensionssystem bleiben keine Fragen aber mehr Schritte offen. Aber Schritte sind notwendig. Ja? Aber wir haben ja auch Altersteilzeiteinstieg, das ist in Österreich ein markantes Thema. Das will ich auch nicht diskutieren darüber, warum. Ich glaube, es ist auch gelungen jetzt, dass wir hier durch diesen Schritt wie im Regierungsprogramm das faktische Pensionsalter an das gesetzliche anpassen. Das ist ja auch die Grundlage, die es gilt zu erreichen. Meine persönliche Erwartung ist, dass wir über weitere Schritte auch die Möglichkeit haben, es zu verbessern. Wir werden aber in den nächsten Jahren sicher, und ich hoffe, es gelingt uns auf gesamtheitlicher Basis politisch in Österreich, die Voraussetzung für eine gesamt auch deutliche Pensionsverbesserung schaffen. Mhm. Beim Gesundheitssystem, da gibt es, also ich bin ja beeindruckt von den Zahlen, die ist da, das wusste ich nicht, pro Kopf werden in Österreich 3.800 Euro im Durchschnitt ausgegeben. Der EU-Durchschnitt ist um 1.000 Euro weniger.
Und in Spanien, die älter und gesünder sind als wir, kommen pro Kopf ohnehin nur 2.400 zustande. Es ist das Schlimmste, haben wir Sie jetzt selber schon mitgenommen. Das Dramatische aus meiner Sicht ist jetzt gar nicht, jetzt kann man sagen, okay, wir sind bereit, mehr aufzuwenden für das Thema Gesundheit. Aber wir sind nicht gesünder im europäischen Vergleich. Und das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist in Wirklichkeit, und ich glaube, das ist eine wichtige Nachricht auch in die Breite, da, wo wir aber im Aufwand überproportional sind, ja, sind wir trotzdem in der Gesundheitsbewertung relativ schlecht oder ziemlich am schlechtesten. Nämlich, wenn es darum geht, die durchschnittliche Wirkung dieses Aufwands zu bewerten. Das heißt, Österreich ist in einer Situation, dass wir unglaublich viel Kosten im gesundheitsmedizinischen Bereich haben. Viele Spitäler, viele Betten, viele Ärzte oder im überdurchschnittlichen Bereich hohe Kosten. Aber die Wirkung dieses Systems bei uns Österreichern im Vergleich mit den europäischen Staaten am, jetzt sage ich mal übertrieben formuliert, fast am schlechtesten ist. Das heißt, und dieser Wirkungsgrad, der auseinandergeht, ist die Dramatik. Und da, glaube ich, haben wir den Bedarf, und das kannst du jetzt aber nicht nur über eine Spitalsdiskussion oder Ärztediskussion führen, ich glaube, das muss man sich gesamtheitlich anschauen. Das heißt, unser, jetzt sehr frei formuliert, unser Lebensstil, wenn ich das so bezeichnen darf, ja, und bitte nicht jetzt angegriffen fühlen irgendwer, weil Gesundheit ist nicht nur Lebensstil, es können auch dramatische Dinge passieren, die man nicht beeinflussen kann. Aber mehrheitlich, glaube ich, gibt es in Österreich schon die Situation, dass wir stärker in eine positive Wirkung, auch präventiver Bewusstseinsschaffung für das Thema Gesundheit bringen müssen, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe das über eine ehrenamtliche Funktion die letzten Jahre sehr stark erlebt, was da alles nicht stattfindet, vom Kindergarten beginnend über Schule. Ja, da rede ich gar nicht vom Sport, sondern wirklich Bewegung. Und teilweise sind wir selber über gesetzliche Regelungen blockiert, weil ich habe das eine Beispiel einer, glaube ich, in Salzburg Kindergärtnerin, wo ein Kind, glaube ich, von einem Baumstamm gerutscht ist, aber der ist eh gelegen am Boden. Ja. Das hat sie irgendwie bei der Hand verletzt. Sie wurde dann vom Vater angezeigt, wurde angeklagt und verurteilt. Und die Kindergärtnerin und alle anderen in Österreich werden dafür sorgen, dass Kinder nicht mehr auf einem Baumstamm in irgendeiner Form sich bewegen, ja, oder auf einen Hügel klettern oder was auch immer. Ja. Das heißt, wir sind auch hier möglicherweise blockiert und brauchen ein anderes Verständnis für Bewegung, Gesundheit, Ernährung, weil nur so können wir das wahrscheinlich wieder in eine Balance bringen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeglitten. Ja, ich hole Sie zurück, weil ich habe hier nämlich einen Bündel an Fragen gekriegt. Wie lange haben Sie Zeit? Also, wenn Sie mich fragen, wie lange ich Lust habe, dann sage ich unendlich, weil es sehr spannend ist. Ja. Und die Frage ist, wie lange das Publikum geduldig ist. Also wir fangen mal an. Ich hätte gesagt, fangen wir an. Es sind nämlich keine Steuerfragen dabei, also bitte gerne. Persönlichen. Und also ich habe zwar noch eine Verpflichtung unter Anführungszeichen, die ich heute Abend erfülle, aber das ist eine Veranstaltung, die schon begonnen hat, wo ich gesagt habe, ich komme später dazu. Ich habe aber schon vorsorglich nicht gesagt, genau zu welchem Zeitpunkt. Ist schon klar. Ja. Ups, das ist gefährlich. Also ich bitte Sie einfach, vielleicht, das sind viele, viele Fragen, die große Themen aufreißen, aber vielleicht können wir es möglichst straffen. Umso glücklicher machen wir unsere interessierten Zuhörer, wenn wir auch da viele Themen ansprechen können. Wie groß ist der Entscheidungsrahmen für den österreichischen Finanzminister im EU-Kontext? Stehe ich da immer noch schwer einzuschätzen. Das, was ich wahrnehme, ist hohes Interesse an der Meinung Österreichs. Mhm. Gehe ich davon aus, auch in der Ratspräsidentschaft noch stärken wird. Und daher halte ich es für relevant. Der Herr Bundeskanzler redet immer von einer schlankeren EU. 6% des EU-Budgets geht in die Verwaltung. Wie schlank muss die EU werden? Schlank muss man sie jetzt anschauen. Nicht? Ich sage, sie kann auch durchaus breiter sein, aber wichtig ist, dass sie beweglich, schnell und effizient und effektiv ist. Das ist eine lange Frage, aber ich möchte sie berücksichtigen. Vor einigen Tagen sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz in einem Interview, dass die Finanztransaktionssteuer nun auf dem Level der 27 Länder weiterverhandelt werden soll.
Das würde aus Sicht der zivilgesellschaftlichen Organisationen das Ende der FTT bedeuten. Ist der Zusammenschluss der Zehnergruppe, die von Österreich geleitet wurde, mit der Aussage des deutschen Finanzministers nun aus Ihrer Sicht beendet oder werden Sie die FTT weiter gemeinsam mit den anderen kleinen Ländern in der Zehnergruppe vorantreiben? Also in der Zehnergruppe ist Deutschland und damit Olaf Scholz. Ich habe bei dem vorher schon einmal angesprochenen Treffen in Brüssel eine Stunde unter vier Augen mit ihm auch dieses Thema angesprochen. Wir haben gemeinsam festgelegt, wir haben es leider bei dieser Sitzung dann in Brüssel nicht geschafft. Wir haben es geplant jetzt am Rande Luxemburg nächster Woche, die FTT-Gruppe, diese 10 inklusive Deutschland, auch zusammenzuführen, um einen Zwischenbericht der Arbeitsgruppen dort zu bekommen. Die FTT-Gruppe lebt, ja, sie hat Aufträge erteilt in Arbeitsgruppen. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt einen Statusbericht haben, aus dem heraus wir in dieser Zehnergruppe die weiteren Schritte besprechen können. Und ich sehe aus den Aussagen von Olaf Scholz, die er auch angekündigt hat, sein Bestreben, dieses Thema, das ja auf der 27er Ebene sich nicht durchgesetzt hat, dann auf die Zehner kam, dass man sein Bestreben ist es, das wieder nach oben zu bringen. Ich würde das eher, sage ich mal, als Verbreiterungsansatz legen. Ob wir die zweite Chance haben, traue ich mir nicht einschätzen. Ich war beim ersten Mal bei der Diskussion nicht dabei. Aber die Zehnergruppe wird sich mit dem Thema weiter beschäftigen. Steueroasen schließen, da käme doch eine Menge Geld herein, oder? Das kommt auch, weil wir schließen konsequent. Und wir haben auch in den Diskussionen, wo graue und schwarze Listen diskutiert werden, vielleicht wenn ich da nur kurz aushole, ja, weil da wäre immer ständig falsch interpretiert. Ja. Das Thema ist folgendes. Es gibt eine Vereinbarung der Europäischen Union, dass Länder, die Steueroasen sind, wo wir wissen, dass dort Sümpfe sind, ja, die berühmten Steuersümpfe. Wir haben folgende Vereinbarung getroffen. Wenn ein Land sich vereinbart und auf schriftlicher Basis fixiert, Maßnahmen zur Trockenlegung zu geben, die wir als EU kontrollieren können, laufend, dann sind wir bereit, sie von einer schwarzen auf eine graue Liste zu geben, weil sie ab dem Zeitpunkt nicht mehr Steueroasen sind. Das tut, wenn ich den Wasserhahn heute abdrehe, noch ein bisschen Feuchtigkeit bleibt aus der Historie, ist auch klar. Aber das Verständnis unsererseits ist, wenn wir die Chance haben, den Wasserhahn jetzt abzudrehen und zu kontrollieren, dass er abgedreht ist, dann soll das auch eine durchaus einmal erste positive Wirkung haben, damit die Länder eine Motivation haben, das auch zu tun. Und ich stehe dazu, dass das der bessere Weg ist, als irgendeiner Steueroase zu sagen, wir warten, bis dein Sumpf trocken ist, nämlich komplett trocken ist, dann bewerten wir es und dann hast du vielleicht die Chance. Dann wird der sagen, ich habe so viel Sumpf und so viel Wasser, das da warte ich nicht, dann tue ich gleich weiter und der Hahn ist aufgedreht. Also bitte diese Logik, jetzt versuche ich es sehr simpel zu bezeichnen, und wenn mir die Opposition das nächste Mal wieder prügelt, dass ich da zwischen Schwarz und Grau nicht unterscheiden kann, das hat eine Logik, zu der ich hundertprozentig stehe und zu der auch die EU steht. Das ist der richtige Weg. Nach Vorstellung der umfassenden Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie wird sich Österreich auf EU-Ebene für eine Kerosinsteuer einsetzen oder sogar Emissionssteuer allgemein? Generelle Linie Österreichs. Ja. Wir haben für Österreich klargelegt, gerade was Österreich betrifft, mit einer überzogen hohen Abgaben- und Steuerquote. Es ist nicht unser Bestreben, jetzt vordergründig zusätzliche neue Steuern in der Form anzulasten. Das sehen wir auch generell, zumindest einmal in der Grundhaltung, auf europäischer Ebene. Was aber nicht bedeutet, dass wir sehr wohl auch in unserer Steuerentlastungsreform für 2020 auf Österreich-Ebene und auch damit auf EU-Ebene durchaus bereit sind, einen ökologischen Steuerungsansatz zu geben. Jetzt aber bitte nicht Steuer, sondern Steuerungsansatz zu geben, dass man auch Anreize im positiven Sinne setzt, um ökologisch sinnhaft im Sinne auch von Klimazielen zu Maßnahmen zu kommen. Ob es eine Kerosinsteuer dann gibt oder nicht, oder ob man Entlastungen in dem Bereich legt, ja, das sind Themen, die noch diskutiert werden müssen. Die Wirtschaft boomt, der Leitzins bleibt bei 0,000%.
Wird sich Österreich für die Anhebung des Leitzinses einsetzen oder werden die Österreicher bis zum Nimmerleinstag abgezockt werden, in Klammer gemeinsam mit allen Europäern? Da könnten wir jetzt lang Antwort geben, aber kurz. Erstes, die EZB ist in der Verantwortung, ja, die Geldpolitik auch für Europa zu legen. Ich orte auf EZB-Ebene eine, glaube ich, richtige Entwicklung, auch im Sinne aus meiner persönlichen Sicht teilweise schon überzogener oder zu langer Beibehaltung dieser auch Anleihenaufkaufspolitik, die ja künstlich eine Entwicklung in dem Bereich drosselt. Ich erwarte eine dosierte auch Zinsentwicklung aufgrund auch einer Anpassung auf EZB-Politikebene, die ja beispielhaft auch Gouverneur Nowotny in seiner österreichischen Rolle dort auch schon seit längerem verlangt. Das wäre eine kurze, aber die möchte ich eigentlich gar nicht stellen. Weil sie so treffend ist, oder? Nein. Oder eine Schlagzeile gibt. Ist es aus Ihrer Sicht möglich, vorstellbar, dass Österreich aus der EU ausscheidet? Können Sie mit Ja oder Nein beantworten? Das wäre eine Schlagzeile. Wenn Sie das Falsche sagen. Genau. CO2-Steuer, Vorteile, Nachteile haben wir eigentlich auch schon gehabt. Warum sind im Budget für das Bundesheer nicht ausreichend Mittel vorgesehen, um die seit Jahren bestehenden Mängel in der Ausrüstung beseitigen zu können? Das ist zwar sehr österreichisch, aber wenn Sie den Außengrenzschutz mit übernehmen, dann muss ja das Heer ausgestattet sein. Ja. Also nochmal, jedes Ressort hat natürlich seine Verantwortung dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Mittel, die zur Verfügung stehen, das getan wird, was notwendig ist und sinnhaft ist. Und auch der Verteidigungsminister hat mir in den Budgetverhandlungen auch seine Zustimmung gegeben, dass er mit diesem Budget eine vernünftige auch Verteidigungspolitik in Österreich sichern kann. Dort, wo wir zusätzlichen wahrscheinlich Bedarf haben könnten oder möglicherweise entwickeln ist, wenn es um Luftraumüberwachung geht oder jetzt auch das Thema einer Hubschrauberflotte neu, dass wir das auch klar festgelegt haben im Sinne einer Sonderdotierung, wenn erforderlich und wann und wie es auch seine Kommission vorschlagen wird oder wie entscheiden, das kommt es dazu. Aber die derzeitigen Mittel, da sage ich auch dazu, es liegt in der Verantwortung auch von Mario Kunasek, hier auch Sorge zu tragen, dafür zu sorgen, dass wir eine richtige, passende und gute Grundlage haben. Und er steht dazu und so gesehen trage ich das mit. Das klingt so harmonisch in Ihrer Regierung oder mit schön. Ihren Kollegen. Bitte? Ist doch schön. Ja, schon. Ich hab mir das vorgestellt, dass Sie eigentlich irgendwie der Psychotherapeut in der Regierung sind, weil alle, die Sie treffen, Sie die ganze Zeit anjammern und mehr von Ihnen wollen. Scheint nicht so zu sein, oder? Na ja, ich kriege schon permanent Erwartungshaltungen, aber wir haben ein Budget, darauf haben wir uns vereinbart. Wir haben ja schon im Jänner bei der ersten Regierungsklausur die Eckpfeiler auch für die Einsparungen gelegt. Damit war der Rahmen für die Budgetgespräche gegeben. Wurde immer gefragt, wie viele Tränen es gibt oder Blut und Tränen fließen. Ich habe weder das eine noch das andere gesehen. Schweiß, Augen haben wir auch noch nicht gesehen. Aber Schweiß ist genug geflossen. Ja. Und so gesehen war es eine intensive Arbeit, die heute ein Ergebnis hat. Als fairer Vermittler für Europa wären Sie auch gezwungen, Abstriche bei der österreichischen Agenda zu machen, um langfristig nachhaltige Resultate zu erzielen. Welche Agenda ordnen Sie persönlich die höhere Priorität zu? Also, bevor wir da nicht die Diskussionen geführt haben, ordne ich in dem Bereich immer noch nicht zu. Aber ich glaube, wir haben in der Diskussion ja einige Punkte ausgesprochen, wo erkennbar wird, wo auch für Österreich die Priorität liegt. Ein Blick in die Glaskugel, da sind wir wahrscheinlich dann unterschiedlicher Meinung. Wird die Indexierung der Familienbeihilfe etc. europarechtlich halten? Wir gehen davon aus, weil es auch ein Gutachten dazu gibt. Es gibt unterschiedliche Rechtsmeinungen, also so gesehen wird aus unserer Sicht es halten und unter diesem Aspekt haben wir das Gesetz beschlossen. Wenn ein Vertrag von Wien oder Graz kommt, welche Vertragsänderungen sollen Ihrer Meinung nach darin verwirklicht werden?
verstehe jetzt nicht den Zusammenhang. Ich würde es interpretieren auf Sozialversicherungszusammenlegung oder weiß ich nicht. Kann man es nachformulieren? Ich weiß nicht, von wem es kommt. Oder? Das besprechen wir vielleicht danach. In welcher Höhe hat Großbritannien pro Jahr Förderungen, Geld bezogen? Das Geld bleibt doch dann ab 2019 den 27 übrig, beziehungsweise den anderen zur Verfügung. Ja. Also da muss man dazu sagen, dass Großbritannien ja Nettozahler war. Großbritannien war Nettozahler und hat aber, wie gesagt, sowohl Beiträge geliefert als auch bezogen. Ich gestehe, ihr müsst nochmal nachschauen, ich habe jetzt nicht die Detailziffer im Kopf, was dann tatsächlich auch an Leistungen gebracht wurde. Ich weiß nicht, jetzt schaue ich in die europäische Ebene, können Sie mal helfen? Also ich hätte irgendwo so 14 versus 9 und die Differenz von, also 9 glaube ich an Rückfluss, das hätte ich im Kopf. Ja. Weil das eben davon abhängt, ob man jetzt eben Verpflichtung rechnet oder tatsächlich bezahlt. Was auch noch dazu kommt, ja. Muss ich gestehen, muss ich noch nachlernen. Aber ich hatte es einmal parat, wenn wir es uns angeschaut haben, auch in den Diskussionen. Aber bevor ich jetzt eine falsche Zahl sage und eine Schlagzeile produziere, würde ich da bitten um Verständnis, dass ich in meiner Jugend als Finanzminister noch nicht alles hundertprozentig mit habe. Ich hätte mir ja für unser Gespräch ohnehin eine größere Diskussion über den europäischen Mehrwert noch vorgestellt. Ja. Nämlich gerade im Hinblick auf diese leidige, unglückliche Nettozahlerdebatte. Ja. Mhm. Also auch, was man da fälschlicherweise oft da hineinpackt, damit, was weiß ich, man ist Nettozahler und man kriegt nicht mehr zurück. Ja. Also diesen Mehrwert, der in vielen Dimensionen, die man gar nicht wirklich beziffern kann, zurückkommt. Nicht nur in Euros. Es ist Gott sei Dank nicht ein philosophischer Ansatz, sondern es ist ein gemeinschaftlicher Ansatz. Nicht? Es ist ja, wenn jeder seine sozusagen Positionen bezieht und nur rechnet, und ich komme aus einem Versicherungsbereich, wenn jeder, der eine Prämie zahlt, nachrechnet, was es hoffentlich jährlich dann zurück an Schadenleistung bekommt, dann wird das Versicherungssystem nie funktionieren. Und jetzt sehe ich nicht die EU als Versicherung, aber Gemeinschaft ist immer so. Jedes gemeinschaftliche System braucht diesen Mehrwert und das Verständnis dazu. Absolut. Und das ist ja genau mein Dilemma, was ich habe. Ja, jetzt verstehe ich noch Amerika, America first. Wenn ich aber innerhalb Europas jetzt schon, zitiere, ja, weil es ja ausgeformuliert wurde, eine neue Regierung in Italien sagt, Italy first. Ja, und wenn ich das jetzt... Es reicht ja schon, wenn wir Austria first hören. Ja, nein, ist nicht. Nein, mein Zugang ist der. Ich wäre möglicherweise in der nächsten oder ersten ECOFIN-Runde, die ich leiten werde im Rat, werde ich Europe first ein Badge nehmen. Wirklich? Machen Sie. Ja, habe ich mir vorgenommen. Ich habe noch keinen gefunden, der man kreiert. Ja. Darum können wir uns kümmern. Ich bin auch gespannt auf die Reaktionen dazu. Mhm. Ja, weil ich glaube, ja, es hat jede Nation, und das ist ja wieder, sind wir wieder bei der Grunddiskussion. Ja. Was glauben wir, dass sinnhaft ist, wirklich in der Konzentration auf nationaler Ebene? Und was brauchen und wollen wir aber gemeinsam auch als europäischer Rahmen? Und wenn wir das klar kriegen, dann wissen wir, worüber wir reden. Dass möglicherweise Elemente Italy first und Austria first und was auch immer eh okay sind, aber dann in Bereichen, die halt relevant und nur regionalen Bezug haben. Und dann verständigen wir uns doch auf Europe first in den Elementen, die wirklich auch dort ihren Bezug und ihre Relevanz haben. Das haben wir jetzt aber wieder am Beginn und ich glaube, weitere zwei Stunden halten wir nicht aus. Herr Löger, aber das wäre ja eine sensationelle Idee. Sprechen Sie doch mit dem Sebastian Kurz. Wenn Anfang Juli die Ratspräsidentschaft beginnt, die Kommission, alle Kommissare nach Wien kommen und Sie haben alle dann Europe first oben, finde ich eine fantastische Message zur Ratspräsidentschaft. Die Unterstützung haben Sie. Sie kriegen alle bitte namentlich deklarieren auch dann den Badge. Ja. Dafür können wir sorgen. Wir haben alle registriert, davon das ist kein aus. Problem. Trotz Datenschutzverordnung, aber wir löschen, wenn es notwendig ist.
Warum kürzen Sie bei den Sozialleistungen? Die Wirtschaft floriert ja, das haben wir, glaube ich, eh schon ähnlich gehabt. Darf ich da noch einen Satz dazu? Ja. Wir kürzen nicht bei den Sozialleistungen, wir kürzen bei den Sozialkosten. Gut, das ist klargestellt, dann ist das auch erledigt. Was spricht gegen eine Familienbesteuerung im Vergleich zur Individualveranlagung? Da kann man jetzt diskutieren. Ja. Aber das ist ein sehr spezifisches steuertechnisches Thema. Das würde ich gerne bitten. Ich werde noch nachher auch eine kleine Stärkung nehmen. Es gibt eine, habe ich gehört. Es ist zumindest in flüssiger Form. Ja, hervorragend. Also in flüssiger Form, und von wem auch immer die Frage ist, würde ich gerne dann vielleicht in bilateraler Form vertiefen, weil ich es vom Zugang her noch nicht ganz klar erkenne. Ich glaube, ich würde ohnehin viele Fragen, die hier noch sind, Ihnen dann später nachschicken, damit, weil wir jetzt nicht alle damit durchkommen. Damit wir sie auch beantworten. Ich gehe davon aus, wir können ja auch übers Forum dann noch. Genau, wir machen dann sozusagen Faktencheck und Sie machen die Antworten dafür. Zerstreiten wir uns an Budgetverhandlungen oder scheitern wir an den Reformen des Asylwesens? Oder wir schaffen das? Also die Handhaltung kriege ich jetzt nicht hin. Aber ich bin überzeugt, dass es auch jetzt schon eine klarere, gemeinsamere Verständnisbasis in Europa gibt für das Thema Migration, Integration und auch Außenschutz. Ja, also da orte ich auch aus den Gesprächen der letzten Tage zum Teil, ja, auch was Angela Merkel betrifft, auch Positionen Frankreichs. Also in der Summe, glaube ich, ist es jetzt klarer, dass wir hier eine geordnetere Grundlage brauchen und eine gemeinsamere. Auch die Bekenntnis und aus einem Gespräch voriger Woche in Brüssel, auch mit der gesamten Kommission, wo wir als Regierung ja auch die Ratspräsidentschaft diskutiert haben. Auch da ist erkennbar, dass selbst Jean-Claude Juncker ja bereit ist, nicht nur mehr auf seiner auch Quotenvorschlagsebene zu beharren, ja, die ihre Berechtigung hat, aber wir erkennen, dass wir darüber hinausdenken müssen. Ja. Also ich glaube, dass hier Europa in der Lage ist, eine gemeinsame Linie zu finden. Und im anderen Thema Budget, ich glaube, dass es auch hier möglich ist, wenn wir diese strategische Grunddiskussion auch führen und erkennen, was wir wollen. Ich habe da mindestens 5 Fragen, die alle in dieselbe Richtung gehen. Wird sich Herr Bundesminister Löger für die Finanztransaktionssteuer einsetzen? Werden Sie die Koordination der EU-Arbeitsgruppe dann auch übernehmen? Also ich habe sie interimistisch übernommen. Das war auch der Wunsch der Finanzminister dieser 10 Länder schon im Jänner, als wir uns das erste Mal getroffen haben in Brüssel, weil ich ja aus dieser Rolle quasi in der Übernahme Hans-Jörg Schelling gekommen bin. Es war damals der Wunsch auch von Peter Altmaier, auch von den anderen, dass ich das beibehalte. Wir haben uns damals ausgesprochen, wir erwarten auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, die noch Ende voriges Jahres in Auftrag gegeben wurden. Jetzt haben wir gesagt, es dauert uns ein bisschen zu lang. Wir wollen einen Zwischenstatus dieser Arbeitsgruppen haben. Die Schwierigkeit derzeit bei der FDD-Diskussion ist auf technischer Ebene, nicht auf ministerpolitischer Ebene, bei den Experten der Länder, die versuchen dort unten auf einen gemeinsamen Nenner der Formulierung zu kommen, wie diese FDD ausschauen soll. Da gibt es so viele individuelle wieder, auf nationale Gesichtspunkte unterschiedliche Forderungen, dass ich mir, wie ich das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, das ist ein Konstrukt, also da kommt eh nichts mehr außer, weil die Bemessungsgrundlage von einzelnen Ländern, jetzt will ich keine zitieren, sonst wird es eine Schlagzeile, aber einzelne Länder argumentieren, was man derivatmäßig da nicht nehmen dürfen, weil da haben sie eine besondere Banksituation und dieses und jenes. Und jetzt haben wir eine Fülle von Ausnahmeforderungen in der Diskussion. Und jetzt sage ich so, vor lauter Baum siehst du den Wald nicht mehr. Ja? Mhm. Also wir haben keine derzeit Basis einer FDD-Formulierung, sondern wir haben so wie im österreichischen Steuerstruktursystem hunderte Ausnahmen und Sonderregelungen drinnen, die von Haus aus in Wirklichkeit nicht passen. Und da will ich Einfluss nehmen und auch mit den anderen schon diskutiert, besprochen, wieder auf eine gemeinsame Linie zu finden. Österreich hat immer gesagt, wir brauchen eine möglichst breite Bemessungsgrundlage, damit sie das auch rechnet.
Weil es muss ja auch was rauskommen dabei, dass es eine Wirkung hat. Und wenn über hunderte Ausnahmen dazu kommen, dass eh nichts mehr überbleibt, na, dann, weiß ich nicht, wenn das Papier mehr kostet als Fleisch, dann ist es ein bisschen blöd. Mhm. Eben ganz aktuell, Ihr Kollege, der Minister Fassmann, hat ja heute auch eine Pressekonferenz gegeben und für die bezüglich der Forschungsförderungen gesprochen. Die EU-Kommission sieht eine Forschungsförderung ab 2021 von 100 Milliarden Euro vor, zum Beispiel im Rahmen von Horizon 2020. Mhm. Wird Österreich ebenfalls das Budget von nationalen Forschungsgesellschaften erhöhen, um die im Regierungsprogramm geforderte Forschungsquote von 3,76 zu erreichen? Also wir haben jetzt ja auch schon im Budget 18-19 auch Maßnahmen gesetzt, gezielt aber, ja, wo wir auch Erhöhungen vorgenommen haben. Wir haben auch in unserem Mittelfristrahmen bis 22 in Summe von 19 weggerechnet, auch Maßnahmen drinnen. Es gab eine oder es gibt noch immer eine Irritation, weil auf gesetzlicher Basis eine Fördermaßnahme bis 19 gesetzlich beschlossen ist, ja, die wir jetzt budgetär 20 noch nicht vorsehen dürfen, weil es keine gesetzliche Grundlage gibt. Und das hat zum Eindruck geführt, dass wir hier kürzen. Es ist aber auch in einem Sideletter festgehalten, ja, dass wir hier sehr wohl auch diese Fortführung legen werden. Und es ist klares Bekenntnis der Regierung, dass wir hier investieren, aber auch wieder in jene Bereiche, die eben technologisch und forschungsmäßig aus unserer Sicht relevant sind. Die muss ich doch stellen. Den, unter Anführungszeichen, den Schwarzen, wahrscheinlich sind auch die Türkisen, den Schwarzen ist nicht zu trauen. Was halten Sie davon? Was kostet der EU-Ratsvorsitz? 40, 80 oder 120 Millionen? Mhm. Answer like kurz. Wir haben an Budgetmitteln 43 Millionen für den Ratsvorsitz vorgesehen. Alles, was darüber hinausgeht, liegt im Rahmen des Grundbudgets der einzelnen Ressorts. Und wenn sich, und jetzt ein Beispiel, wir haben festgelegt, dass das Austria Center Vienna, ja, das wir alle kennen, bei der UNO-City draußen, das haben wir in den 43 Millionen als Rahmenkosten mitgeplant und jeder, so wie ich, hat die Möglichkeit, seine Sitzungen, Ratssitzungen dort abzuhalten. Ich als Finanzminister nutze das. Wenn aber eine Ministerin, ein Minister, aus welchen Überlegungen auch immer, und die können ja berechtigt sein, sagt, dieses Austria Center Vienna ist nicht die ideale Basis, ich mache meine Ratssitzung in Salzburg, warum auch immer, ja, dann führt das dazu, dass dort Kosten anfallen, möglicherweise im Kongress Salzburg. Da muss man sich denken, dann fallen Rahmenkosten an, Sicherheit, Polizei, Security, ja, Hotelkosten und was auch immer, die noch dazukommen. Da gibt es auch Planungen von einzelnen Ministerien, die sagen, ich mache das bewusst dort oder einer macht es in Graz und einer macht es in Innsbruck. Ja. Das sind Kosten, die wir fixiert haben, dass diese Ressorts selber tragen müssen, aus ihrem bestehenden, auch gesamtheitlichen Budget, das wir fixiert haben. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, wenn ich auch die Idee hätte, auszuwandern mit den ECOFIN- und Eurogruppensitzungen, dann müsste ich möglicherweise, ich habe es einmal überschlagen, aufgrund der Konsequenzen mehrere Millionen aus meinem Budget irgendwie einsparen und herauslösen, um mir das leisten zu können. So, und jetzt können Sie verstehen, warum hier möglicherweise Äpfel und Birnen vermischt werden. Wir haben ein Gesamtrahmenkostenbudget, das wir für die Ratspräsidentschaft als Regierung haben, von diesen 43 Millionen. Und alles andere, was da hinein gedacht oder interpretiert wird, wobei ich sage, die 120, die sind so weit weg, und ich habe das auch in einem Interview schon bestätigt, das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass es über die 43 Millionen durch einzelne Ressortleistungen noch möglicherweise, die sie dann aber woanders sich holen müssen, da werde ich sehr genau und neugierig hinschauen, weil dann weiß ich auch schon, wo der Puffer für die nächsten Budgetgespräche ist. Also in die Richtung gehend, ja, freue ich mich nahe dazu darauf, dass wir hier noch weitere Möglichkeiten haben. Ich glaube, da ist noch einiges an Gesprächsbedarf, Fragen gibt es auch noch genug. Wenn Sie tatsächlich noch ein paar Minuten Zeit haben, gerne, können wir ja noch beim Gläschen weitersprechen.
Herr Minister. Dann war es eh auch schon aus. Also ja, wirklich. Ich kann Ihnen einen Schluck anbieten. Ich habe nämlich mit meinem Hals das Problem diese Woche und da muss ich immer trinken. Also ich bin, das habe ich, ist ja meinen Blicken entgangen. Das, aber Sie sind trotzdem ein guter Gastgeber. Ich hätte Ihnen trotzdem gerne reines Wasser eingeschenkt. Herr Bundesminister Löger, ja, ich würde zum Abschluss unseres Gespräches einen kurzen Word-Rap mit Ihnen machen. Wobei das keine einzelnen Schlagworte sind, sondern das sind Halbsätze und ich bitte Sie einfach, die zu ergänzen. Es ist nicht alles ganz tierisch ernst. Ist die Kamera gemeint noch an oder ist das so? Die beachten Sie gar nicht. Sie reden sich einfach ganz frei von der Leber. Ich bin gerne Politiker, weil ich Menschen mag. Brüssel ist für mich eine interessante Stadt, die ich noch zu wenig kennengelernt habe. Die Steuererklärung auf einem Bierdeckel ist nicht realistisch. Wenn ich unter der Dusche singe, dann singe ich also gar nicht. Aber was trällern Sie denn für Lieder vor sich hin, wenn Sie singen? Das ist situativ extrem unterschiedlich. Also da kommt irgendwas in den Kopf, aber ich kann es jetzt gar nicht sagen, was es wäre. Es sind oft banale Kinderliedchen, die dann irgendwie in den Sinn kommen. Also das ist, ja, das hat mit Kindern und Enkelkindern zu tun. Entschuldigung. Ja, ja. Ich glaube, da hat sich gerade eine Oma genauso gefühlt. Emmanuel Macron würde ich ins Ohr flüstern. Reden wir darüber. Über was? Ja, genau. Ah. Herzhaft lachen muss ich, wenn? Also tagtäglich mehrfach. Na, wenn lustige Situationen entstehen. Also das ist, ich orte mich als fröhlicher Mensch. Glücksspiele sind? Nicht mein Ding. Der Steuereinnahme. Ja, auch. Eine harmlose Notlüge erlaube ich mir, wenn die Situation es auch zulässt. Am besten entspanne ich, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Und die letzte Frage, meine drei Zukunftswünsche an die EU sind? Er will doch eine Schlagzeile, gell? Gemeinschaft leben, Mehrwert auch wahrnehmen und geschlossen bleiben. Herr Bundesminister Löger, vielen Dank für das Gespräch. Danke schön.